Dinosaurier in Virtual Reality gehen natürlich immer. Dinosaur Island, welches ich euch heute zeige, kostet 14,99 € und ist jetzt für eure Quest verfügbar. Das Spiel ist nicht neu. Ich habe euch das damals schon mal gezeigt, 2019 für die PS VR 1. Ja, lang ist es her. Ich habe es noch relativ gut in Erinnerung, aber das ist schon 5 Jahre her. Wie sich so ein Spiel heutzutage schlägt, das habe ich mir mal für euch jetzt hier angeschaut. Ja, ich bin im Spiel und jetzt geht es den Dinosauriern an den Kragen. Und der erste Eindruck, das sieht gar nicht mal unübel aus. Ja, es ist natürlich Quest-Optik. Es läuft, glaube ich, laut Store sogar noch auf der Quest 1. Aber es flimmert nichts. Das sieht wirklich schon okay aus. Ne? So, wir haben Missionen. Wir haben eine Highscore, wir haben Players und wir haben Options. Ich schaue erstmal in die Options. Okay, mit Trigger geht es nicht. Ah, A drücken. Choose Gloves, ich habe noch gar keine. Musik Volume können wir einschalten. Show Intro Scenes only once. Okay, dann zeigt er das nur einmal. Da ist irgendwie eine Score, ne? Guten Luck. Lederhandschuhe, Camo, Skeleton Handschuhe. Okay, das kann ich noch freischalten. Also ich muss hier A drücken. Das ist schon ein bisschen komisch, ne? So, Players. Kann den Namen eingeben. Ey. So, ich gebe jetzt einfach hier mal 1, 2, Tox. Geht das? Kann er so viele Buchstaben? Kann er, okay. So, wir haben dann 3 Speicherslots. Und ich habe das Ding ja, wie gesagt, schon mal 2019 gezeigt. Single Pistol. Dual Pistols. Rifle. Rifle with Gunstock. Okay, man kann so mit Gunstock spielen. So, wir machen natürlich Dual Pistolen, ne? Laser schalten wir auch ein, dann ist es einfacher. Left-handed geht auch. Okay. Ja, ich weiß, es ist wohl relativ schwer. Und, weiß Explorer? Geht nicht, okay. Und es ist relativ kurz, ne? Aber schauen wir mal. So, Mission. Okay, was haben wir? Training Bonus. The Swamp. Warehouse. The Pass. Okay, hier haben wir die Waffen. Okay, wo geht's denn hier überhaupt los, Campaign? Gar nicht? Ja, ich will doch hier spielen. Okay, ach, da oben, Startkampagne. Okay, erstmal gucken, ne? So, ich bin in einem Hubschrauber. Das kenne ich noch aus der PlayStation-Version. Und das sieht okay aus. Also der Hubschrauber kann sich sehen lassen für Questverhältnisse. Hier drin ist irgendwie nicht viel. Ah, stay close. Be careful, losing contact Ace Beagle. So, irgendwas passiert. Das rumst hier, da unten ist die Insel. Mhm. Ey! Können nicht hier rausfallen? Hallo! Geht hoch! Gut. So, das kenne ich wie gesagt nur aus der PlayStation-Version. So. Das hat sich alles ein bisschen geändert, muss ich sagen. Ich habe mir nämlich mein Video selber nochmal angeschaut. Also, der Dino sieht sehr cool aus. So, hier haben wir die Dinos. Waterfall, Jungle. Also hier ist auf jeden Fall viel mehr als damals. Next Mission, Waterfall. Okay, kann ich jetzt meine Waffen... Also machen wir alles mit A, ne? Okay, ich kann mir sofort hier andere Waffen aussuchen. Aha. Go to Training Bonus to Upgrade. Aha. Achso, Available for this Mission. Ich kann nur diese nehmen, weil da ein roter Punkt ist, okay. Ja, dann mach mal. So, ich weiß, in der PlayStation-Version, die Waffe war unheimlich groß und man hat so ein bisschen geschwebt und... Aber das ist hier knackscharf, meine Hand. Auch die Dinos, die sehen richtig cool aus. Das Drumherum, das geht so, ne? Aber hier flimmert nichts, also das hat schon was. So, jetzt bin ich gespannt. Okay, hier habe ich meine Waffen, die Dinge haben eine Shootgun. Aber okay, wenn es hiermit geht... Zack! Armen Dinos. Aber sieht echt cool aus hier, die Waffen. Kann man das irgendwie wechseln? Okay, jetzt kommen sie von da. Zack! Ich kann mit links nicht so gut. Ich
Der hat mich erwischt. Was ist das denn? Okay, ich wurde zweimal erwischt. Ich habe nur noch ein Leben. Also es ist nicht einfach. Ich bin schon tot. Wieso habe ich denn jetzt die dicke Pumpgun nicht gehabt? Okay. So. Wie kann ich die denn wechseln? Ich weiß nicht, wie ich die wechseln kann. Ich will doch die Pumpgun haben. Okay, machen wir das Ganze nochmal. Wird nicht erklärt, ne? Also ich habe hier irgendwas gedrückt, aber... Oh. Es geht nicht. Krieg ich die Waffe nicht getauscht? So, zack. Aber da flimmert nichts. Das sieht wirklich cool aus. Also für Questverhältnisse. Okay, aber der lädt sehr langsam nach. Also ihr müsst schon wirklich treffen ihn. Also am besten mit beiden. Treffen. Okay. Okay, es ist echt nicht einfach. Da kommen noch welche, da kommen auch noch welche. Okay, Double Kill. Noch ein paar Sprüche dazu. Okay, aber ich weiß nicht, warum ich die Shootgun nicht habe, ne? Habe ich es geschafft? Also auf der PlayStation habe ich es jetzt, glaube ich, geschafft nach der Fahrt. Genau, da hat sich nichts getan. So, Jungle Unlocked Ring. Aber wie kann ich denn die Waffe wechseln? Okay. So, war ich gut? Aber optisch ist das okay. Ein bisschen matschig hier, ne? Die Steine und so, aber im Großen und Ganzen. New Highscore, press A. Ja, aber ich muss doch irgendwie die Pumpgun wechseln können, ne? So, jetzt machen wir Jungle. Also es ist nicht wirklich super lang. Ganz zum Schluss ist der T-Rex. Seht ihr hier, Fortress gibt es noch, Lava Canyon vor. Desert, okay. Also die sind jetzt dabei, ne? Diese Velociraptor kann man da drauf gucken. Guck mal, die kann man sich alle anschauen. Also das sieht schon sehr cool aus. Das ist der T-Rex. Okay. Da muss man ihn treffen. Okay, Mama. So, hier ist so ein Auto. Okay, ein Velociraptor. Der ist ein bisschen größer, ne? Okay, zwei. Okay, los geht's. Velociraptor killen. Aber ich kann hier drücken, was ich will, also. Kriegt die Waffe nicht getauscht auf Shootgun. Okay. Geschafft. Knirsch knapp. Also ich will gerne die Shootgun haben. Also es ist nur ein Wave-Shooter, ne? Man hat nur diese drei Leben pro Stage. Okay, zwei auf einmal.
Und schon tot. Also man wird dreimal berührt und dann ist schon Ende im Gelände. So, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, wie das hier geht mit der Shootgun. Also ich möchte go to training. Great Firepower. Okay, wir gehen erstmal back to menu, ne? Irgendwas mit Training Mission. Options gab es ja nichts, ne? Controls, Options. Ne. Ach so, ah, das muss ich hier aussuchen, Rifle. Okay, dann machen wir das. So, und jetzt machen wir, was war das hier? Training, ne? Warehouse. Okay, machen wir das mal. Probieren wir mal. So. Okay, get a score of 3500 Points. Auch das sieht relativ cool aus. Für Questverhältnisse muss man immer sagen, ne? Ah, okay, das fühlt sich aber komplett komisch an. Ja, das fühlt sich nicht richtig an. Guck mal, ich kann das hier so, ne? Oh, die tut sich nicht, ne? Ach so. Also das fühlt sich nicht richtig an, das fühlt sich falsch an, komplett falsch. Ja, aber gar nicht so. Das ist aber, wenn man die Waffe komplett falsch hält. Also hier mit den Rifles, das funktioniert echt nur bedingt. Trifft auch nicht immer, ne? Okay. Wie viel soll ich? 3,5? Ach man. Das ist viel zu schwer. Aber 3000 müsste ich haben, oder? Das gibt's gar nicht. Die trifft man nicht. Also das ist, also dann würde ich im Spiel dann doch besser mit den Knarren weiterspielen. Ach scheiße. Kommt noch mal was? Oder war es das? Ach scheiße. Ne? Okay. Aber für die 3,5 soll es reichen, ne? War noch 3.500, meine ich. Zack. Mhm. Gut geschafft. So, New Highscore 15.000. Faller da. Reward. Wieso habe ich die nicht bekommen? 15.000? Ich soll. Ach, 35.000. Shit. Gut, deswegen habe ich nichts bekommen. Gut, wir probieren jetzt einfach nochmal den zweiten Level mit der Shootgun. Aber ich glaube, da werde ich scheiße abschneiden, weil das Ding schießt immer daneben, ne? So, versuchen wir es nochmal. Continue Campaign. Sonst mache ich das irgendwie mit den Pistolen. Also es ist besser. So. Okay, probieren wir es. Jungle. Start. Ich treffe das nicht. Guck mal. Ich habe jetzt schon zwei Leben verloren hier. Die hat mehr Wumms. Aber das ist echt. Guck mal, ob ich da überhaupt nicht durchkomme. Also mhm. Für die kleinen Viecher ist es besser irgendwie. Ich darf ja nur noch einmal berühren, dann ist er schon wieder Ende im Gelände hier, ne? Okay, das war knapp. Ach scheiße, nicht geschafft. Das waren zu viele, da kommen wirklich zu viele. Das ist echt zu schwer. Gut, also jetzt muss ich wieder zurück zum Menü, wenn ich jetzt meine bevorzugte
Dual-Waffe haben möchte, richtig? Richtig. Okay, back. Okay, ich probiere es nochmal. Aber dann soll es auch reichen, ne? Also ihr seht, ein bisschen ist drin. Ich glaube, auf der PlayStation habe ich ein bisschen weiter gespielt. Ich glaube, hier, das habe ich auch noch gespielt, hier mit der Brücke und so. Desert, weiß ich. Also Cliffs und Abyss, meine ich, habe ich noch gespielt auf der PlayStation. Video habe ich euch natürlich angepinnt. Könnt ihr euch gerne angucken, ne? So, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Start hier hingelegt. Komm, lad nach. Also das Schwierige ist wirklich das Nachladen hier bei dem Ding, ne? Weil der lädt so spät nach. Man kann sich natürlich nur mal merken, wo die alle hergekommen sind, ne? Also drei Leben ist schon wenig, ne? Ich meine, auf PlayStation hatte man 5. So, jetzt komme ich gleich irgendwie 3, ne? So, jetzt kam irgendwie 3, ne? Okay. So, jetzt habe ich das geschafft, was ich vorhin nicht geschafft habe. Bin da so ein bisschen weiter. Weitergekommen. Also es ist echt schwer mit dem Treffen, das muss man sagen. Okay, ich renne, ich laufe. Hey, hey, hey. Gucken, ob irgendwie links oder rechts was kommt. Gut, geschafft. Also so die Kamerafahrten, das ist schon cool. Das weiß ich so gefallen. Aber es ist wie gesagt nicht so mega lang, ne? Habe ich es geschafft? Yeah. So, ich habe irgendeine Pumpgun hier freigeschaltet. Geschafft. So, unlocked. Cliffs. So. So, gibt Punkte, ne? Campaign Experience Points. Also kann man auch noch irgendwie aufsteigen. Okay. New Highscore. Also technisch ist das schon cool umgesetzt, muss ich sagen. Das gefällt mir. So, jetzt haben wir diese Waffe hier. Ach gut, die macht dann Shoots per Second 2. Okay. So, Cliffs. Mama. Bin ich gespannt. Oh. Ja, ist ein bisschen matschig, ne? Jetzt kommen so Fliegende, guck mal. Oh. Großer Dino. Aber die Dinos sehen wirklich cool aus. Das war damals auf der PlayStation auch schon so. Commander. Okay. So. Schieß hier alle ab. Ja, blockiert. So. Okay, die fliegen so ein bisschen blöde weg, ne? Okay. So, jetzt kommen wieder die normalen und auch fliegende. Okay, der schickt mich klein, ne? So, hab ich geschafft. Aber ein Leben leider verloren. So, Headshot. Dann krieg ich einen Groove, ne?
Wie viel kommen noch? Jumbo Kill. So. Aber je länger man das spielt, umso langweiliger ist das irgendwie. Gut, was kommt noch? Jumbo Kill. Ich schieße mal ein bisschen mit beiden. Eine trifft schon. Double kill. Oh. Double kill. Okay, jetzt war ich nicht schnell genug. Double kill. Das ist ja ungrün, dieses Double kill. Hallo? Dieses Double kill, ne? Kommt noch was? Oder habe ich es geschafft? Einen noch, dann bin ich schon wieder tot, ne? Okay, ich bin sehr hoch. Das war schon. Also der war diesmal ein bisschen einfacher, ne? Okay, jetzt werde ich hier aufsteigen. Irgendwas werde ich jetzt bekommen, vielleicht. Schauen wir mal. Ach, da gibt es einen neuen Rang. Ich bin jetzt Ranger. Sehr cool. Okay, machen wir weiter. Gucken wir mal. Was kommt jetzt? Abyss, was immer das ist. Machen wir. Schauen wir mal. Okay, aber ich meine, das kenne ich auch noch hier über die Brücke. Was kommt jetzt? Ich sehe keine Dinos, ich höre nichts, war nur eine Brücke. Muss ich, glaube ich, über die Brücke, ne? Ach shit, schon den ersten weg hier, ne? Also Leben gibt's auch nicht. Okay, der wird mir jetzt wieder irgendwelche kleinen schicken, ne? War ja gerade auch schon so. So, geschafft. Das Ganze nochmal. Das hält sich jetzt hier von der Schwierigkeit in Grenzen. Ey, wo kommst du denn her, du kleiner Drecksack? So. Jetzt werde ich nicht mehr schaffen. Das ist. Aber nur noch ein Leben. Werde ich bestimmt gleich einmal abkackeln hier. Na komm. Okay, die ganze Brücke wackelt. So, ins Gesicht. Gut, jetzt wiederholt sich das Ganze so ein bisschen hier, ne? Okay, jetzt bin ich tot. Also da war ich jetzt nicht schnell genug. Also ihr seht, es ist nicht ganz einfach, aber es geht. Ne? Gut, jetzt gehen wir nochmal ins Menü. Schauen wir nochmal so eine Trainingsmission hier an. Wir gucken mal, was man da noch so hat. Und dann soll es das aber auch gewesen sein. So, wir haben hier noch The Swarm, Training Camp, The Pass. Da haben wir nochmal Assault. Komm, wir machen mal hier The Pass. Komm, probieren wir das mal aus. Also nur so kleine Mini-Missionen sind dann auch noch mit drin. Hand 6. Also ich soll jetzt Velociraptoren und irgendwas anders jagen. Okay, wir haben wieder die normalen Waffen hier. Zack! Kennt man ja aus dem Kampagnenspiel. Okay. Headshot! Ich gebe alles. Ach, hat er mich erwischt? Auch hier gibt es drei Leben. Okay, man läuft so ein bisschen schief, ne? Double kill.
Also für 15 Euro ist mir das bisschen wenig, finde ich. Ein 10er wäre es okay, ne? Ein bisschen kleine Sauhand. Und zu Ende. Ja, ihr müsst wirklich treffen, weil sonst laden die Waffen so lange nach und dann habt ihr keine Chance mehr. Gut, ich glaube, das reicht, ne? So, ich würde sagen, ich gehe noch ein paar Dinos abschießen, gehe noch ein bisschen in den Dschungel und ihr bleibt noch schön vorm Bildschirm und schaut euch noch das Fazit an. Es hat sich ein wenig was geändert am Titel, aber das betrifft eigentlich nur die Menüs. Ja, die wurden mittlerweile überarbeitet, das war damals alles ein bisschen schlichter, aber das Spiel selber, das ist eigentlich gleich geblieben. Levelumgebung ist okay, da flimmert nichts, ist aber relativ schlicht gehalten. Die Dinos, die sehen richtig cool aus, die können sich sehen lassen. Ja, und ansonsten ist es ein Wave-Shooter. Vor 5 Jahren war das vielleicht noch cool. Heutzutage ist das ein bisschen wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein bisschen mehr Story wäre ganz, ganz cool gewesen. So bleibt es eine reine Ballerbude. Das mit den Gewehren, das geht überhaupt nicht. Ich kann die Arme so halten, ja, und dann kann ich auch so lenken, wenn ich gerne möchte. Also das fühlt sich überhaupt nicht original an. Das ist komplett daneben. Was geht, sind die Pistolen. Das fühlt sich ganz, ganz cool an, muss ich sagen. Das kann man machen. Da ist aber auch nur die Schwierigkeit mit dem automatischen Nachladen, dass das einen Tacken dauert und dann ist man zu langsam. 3 Leben ist schon ein bisschen wenig. Also da geht ganz, ganz schnell mal der Level verloren. Aber so viel ist ja jetzt auch nicht drin. Und irgendwann weiß man natürlich, wo kommen die Dinos her. Ein paar Trainingsmissionen sind noch drin. Sind auch ganz, ganz nett, kann man auch machen. Der Preis, 14,99, das ist heutzutage leider ein bisschen zu teuer. Also ich sehe das Ding zwischen 4,99 und 9,99 €, weil technisch ist es gut umgesetzt. Läuft sogar noch auf der Quest 1, ja, laut Store-Beschreibung. Aber auch auf der Quest 3 macht es eine relativ gute Figur für so ein altes Spiel. Ja. Es ist kein Game-Changer, es ist mehr was für Neueinsteiger, ja, die mal so ein bisschen Dinos sehen wollen in Virtual Reality, die ein bisschen rumknattern wollen, die noch mit Motion Sickness zu kämpfen haben, die können eventuell mit ein Auge zudrücken reinschauen. Aber die VR-Veteranen unter uns, die wird es wahrscheinlich kalt lassen. Ja, hätte man noch ein bisschen mehr dran gearbeitet, ja, dann hätte das vielleicht sogar noch ein richtig cooler Titel werden können, aber dafür ist zu viel alter Kram noch im Spiel vorhanden. Gut, eure Meinung zu diesem Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt auf der PSVR 1. Das war damals sehr, sehr angesagt. Das Video hat damals sehr, sehr viele Klicks bekommen. Mal schauen, wie es diesmal läuft. Und auf eure Meinung bin ich natürlich jetzt gespannt. Ich werde mir alles durchlesen und natürlich auch beantworten. Wo gehört's hin? Natürlich hier unten in die Kommentarbox. So, jetzt noch raus eine Einladung für unseren Discord-Server. Joint gerne dieser großen chilligen VR-Community und der Weg dorthin ist gar nicht so schwer. Wenn ihr schon unten bei den Kommentaren wart, dann findet ihr auch die Videobeschreibung und dort ist der Link für unseren Discord hinterlegt. Ihr könnt natürlich jetzt auch einfach via-discord.de eingeben und schon seid ihr bei uns. Wir freuen uns auf euch. Ja, solltet ihr jetzt auf Dinosaurierjagd gehen, wünsche ich euch viel, viel Spaß damit und dann hoffe ich, dass wir uns hier beim nächsten Video natürlich wiedersehen.